Ist eine interessante Frage, woran ist denn Antisemitismus festzumachen? Und das sind natürlich verschiedene Perspektiven. Das ist einerseits die Perspektive des Redners, der Rednerin, wie ist es gemeint, wie ist es gewollt, wie ist es intendiert, aber auch, was weiß die betreffende Person denn darüber? Sehr oft stellt sich heraus, dass etwas nachgesprochen wird, dass gewisse Informationen eingebracht werden. Und wir haben ja immer diese zwei verschiedenen Ebenen. Das eine ist diese Sachebene, möglicherweise Nachrichten gehört zu haben, möglicherweise sich aber auch zum Beispiel in der Klimabewegung zu engagieren. Und man hier natürlich auf einer Sachebene ist, aber gleichzeitig auch stark auf einer emotionalen Ebene. Nämlich das Gefühl, dass hier eine Ungerechtigkeit geschieht, dass hier ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit passiert. Und dass das natürlich dann resultiert in verallgemeinernde, verkürzende, problematische Aussagen, ist die eine Seite, die zu betrachten ist. Und die andere Seite ist natürlich die des Lehrenden, der Lehrenden, die darauf reagieren sollte, muss, gerne würde. Aber die Frage ist nun, wie macht sie das? Ja, wie macht die Person das? Spannend finde ich auch, das Setting zu berücksichtigen. Welches Publikum habe ich? Welche Zeit habe ich? Bin ich jetzt in der Situation, dass ich ein ganz anderes Vorlesungsthema habe und das Thema kommt mir so in die Quere? Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionsweisen. Ich empfehle hier immer zu sagen, wenn eine problematische Bemerkung ist, die dann so im Raum steht, kann man sehr schön auch so dran festmachen, die ist mal da, das ist eine Intervention, diese nun mal in einem ersten Schritt nicht zu ignorieren. Also Kommunikation hat ja viel damit zu tun, welche Rolle ich mir erlaube, welche Rolle mir möglich ist. Und da kann man sich auch aussuchen, ist es eher eine Rolle des Verstehens, eine Rolle der Differenzierung, eine Rolle des Brückenbauens, aber durchaus auch eine Rolle der mutigen Positionen. Ich bin eine Anhängerin auch der mutigen Positionen und wie ich auch Studierende erlebe, ist ja oft auch eine Ratlosigkeit. Was kann ich mir erlauben? Was darf ich sagen? Was ist richtig? Was ist falsch? Und ich finde, man muss auch ein bisschen was riskieren. Aber Einschränkung, natürlich vorher sich auch schlau zu machen, wie sind denn die Diskurse, an welchen Linien laufen denn die, in welche Richtung geht es denn? Sind das jetzt muslimische Studierende? Sind das klimabewegte, junge, ich will jetzt mal sagen Rebellinnen, die das Gefühl haben, ich will die Welt retten? Und man kann sich natürlich auch anschauen, und das ist die Frage nach der Rolle, bin ich überhaupt bereit, hier eine Position einzunehmen? Lasse ich mich auf die Schuldfrage ein? Ist das Pro und Contra überhaupt sinnvoll? Oder versuchen wir auf einer Metaebene zu sprechen über Menschenrechte, über Demokratie, Völkerrecht, was auch immer? Das ist sehr heikel, weil man ja so schnell sich verführen lässt, hier gerade nach dem 7. Oktober ganz klar Position zu beziehen. Interessant wäre natürlich, sich ein pädagogisches Konzept auch zusammenzustellen. Das besteht aus Szenarien. Was mache ich, wenn? Ich halte das wichtig. Kommunikation ist nicht etwas, was jedem jetzt in die Wiege gelegt wird, sondern Kommunikation gut zu betreiben, heißt auch, sich zu überlegen, wie reagiere ich? Also durchaus sich mit Kollegen, Kolleginnen zusammenzutun und zu sagen, was haben wir für Fälle? Was sind für Vorfälle und hier auch eine gewisse Definitionsschärfe von Antisemitismus herbeizuführen. Also, wo sind denn die Trennlinien zu Antizionismus? Wo geht es dann an das Kollektiv, vermeintliches Kollektiv, die Juden? Wie hängt denn das mit aktuellen politischen Bewegungen zusammen? Islamistische Bewegungen, aber auch Klimaschutzbewegung, antiimperialistische Studenten, Studierendengruppen. Das sind ja das Geflecht derer, die antisemitisch sich artikulieren, ist mitunter dicht, mitunter subkutan, wird verborgen. Also wir haben es hier mit unterschiedlichen Dingen zu tun. Wobei ich
auch empfehlen würde, dass wir auf bestimmte Parolen, Sprüche, ja, die man ja kennt, ja, oder auch so Doppelbödigkeiten, wie etwa gerade die Juden müssen ja wissen, wie Unterdrückung, also diese Sachen, sich hier, um die Diskussion im Griff zu haben, auch gewisse Standardsätze zu überlegen, die einladen, darüber nachzudenken, aber momentan die Situation einhegen. Es kann natürlich vorkommen, dass eine Situation eintritt, wo emotional diskutiert wird. Hier ist es wichtig, dass eine Moderationsrolle eingenommen wird, die aber auch auf bestimmte Kriterien achtet. Das eine ist einmal, um welches Thema handelt es sich. Die meisten Diskussionen im großen Feld der Vorurteile, der Rassismen, der auch Menschenfeindlichkeit neigen dazu, haben als Charakteristikum, dass eigentlich diffus argumentiert wird. Anspielungen, Versatzstücke, Vergleiche, Relationen werden hergestellt. Und wenn man dann genau hinschaut, wie reagieren die darauf, die Gegenseite, die haken halt irgendwo ein und widersprechen. Und dann ist das aber natürlich genau das Futter für diejenigen, die ohnehin schon emotional Dinge vorgebracht haben. Die brauchen das richtig, um möglicherweise einen Themensprung zu machen oder das Ganze zu vertiefen und radikaler zu formulieren. Das gilt es zu verhindern, weil das ist dann unkontrolliert und man sieht dann oft, das Pro und Contra wird schneller. Die Sätze werden auch unterbrochen und eigentlich ist gar kein Austausch mehr, sondern nur ein Aufeinanderprallen von Meinungen. Dazu haben wir das große Problem, fast noch größere Problem, derer, die nur mehr zuhören. Und das befeuert die Angelegenheit noch, weil das ein gewisser Druck ist, in so einer Situation öffentlich zu diskutieren. Manche genießen es aber auch. Ja? Die wollen genau diese mitunter auch künstliche Situation herstellen, wo sie sich präsentieren können und wo sie provokant hier einschreiten können. Für die Vortragenden ist wichtig, die Situation im Ansatz zu erkennen. Diskussionen so möglich nie ungeordnet ablaufen zu lassen, sondern wenn es losgeht, hier auch zu sagen, okay, wir unterbrechen, das ist jetzt ein anderer Teil. Also das nicht so in der Vorlesung durchzuwalten und zu hoffen, es wird schon verebben, sondern hier einen Schnitt zu machen und zu sagen, okay, das ist offensichtlich jetzt Thema, dann wird diskutiert. Und dann darauf zu achten, eine gewisse Ausgeglichenheit und immer wieder einzufordern, was ist das Thema? Was meinst du? Also selbst auch in die Nachfrageposition zu gehen und auch immer den Raum zu öffnen. Was sagt ihr dazu? Manchmal ist es auch so, dass gar kein Bedarf ist in einer Gruppe, dass dann drei sagen, also nicht schon wieder, will ich nicht. Also hier auch sensitiv zu sein, wie will die Gruppe denn das? Lagern wir es aus? Machen wir es an Ort und Stelle? Und dann ist die grundlegende schwierige Entscheidung, sage ich meine eigene Meinung ja oder nein? Kann ich es? Will ich es? Und ich neige sehr dazu, dass es auch im Sinne einer gewissen Intellektualität und auch Verpflichtung gegenüber den Studierenden ist, auch eine eigene Meinung zu sagen. Aber erst, wenn das Thema ganz klar ist. Die eigene Meinung generell zum Nahostkonflikt zu sagen, das kann nur schiefgehen. Weil dann habe ich entweder eine Gegnerschaft, sondern das Thema vielleicht auch kleiner machen, Fragestellungen aufwerfen, Lösungsansätze diskutieren. Aber immer schauen, worauf will ich jetzt antworten, worauf kann ich antworten und was bewegt die Diskussion weiter. Die großen Menschheitsfragen würde ich nicht in einer Vorlesung beantworten wollen. Zu guter Letzt auch noch, man kann nicht die Meinungen anderer an Ort und Stelle reparieren. Wir glauben, durch gute Argumente, durch Wissen, durch Informationen können wir eine Vernunft herstellen, eine Gesprächsbasis. Haltungen, Meinungen und gerade zu so einem Thema
wie Antisemitismus, Rassismen, Frauenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, ist ja etwas, das ist nicht von heute auf morgen entstanden. Es wacht niemand in der Früh auf und sagt, ich habe was gegen Feminismus. Das sind lange Denkprozesse, die etwas zu tun haben mit Identität. Mit Identifikation von Gruppen, von Meinungen, mit Weltorientierung. Und da zu widersprechen, ist natürlich fast unmöglich. Das heißt, es ist wirklich auch eine Entlastung für diejenigen, die glauben, sie müssen an Ort und Stelle die Sache in Ordnung bringen. Gerade Antisemitismus ist ein dicht verwobenes mit vielen individuellen, aber auch natürlich geschichtlichen Implikationen, dass man gar nicht durch ein Gespräch in Ordnung bringen kann, sondern jetzt sage ich vielleicht etwas, was ein bisschen Hoffnung auf eine bessere Welt ist. Man kann es nur durch gegenseitigen Respekt, Anerkennung und auch Verständnis für die Irrwege. Also das zu signalisieren, wiewohl natürlich der Schutz der Betroffenen, aber natürlich auch die rote Linie, die hat man ja sowieso internalisiert, aber eine gewisse Großzügigkeit auch im, was darfst du mir anvertrauen? Und ich glaube, die Lehrenden sind auch in einer wirklich sehr exklusiven Stellung, dass man ihnen auch etwas glauben kann. Aber man glaubt sie nur, wenn sie zulassen und nicht moralisieren. Also Kommunikation kann natürlich erlernt werden. Es gibt Strategien, es gibt Tipps, wie man in schwierigen, kontroversen Situationen agieren kann. Und da kann ich natürlich einige aufzählen, die sich bewährt haben, die man aber auch freier Wildbahn ausprobieren kann in verschiedensten Situationen, auch im Freundeskreis, im Kollegen-, Kolleginnenkreis, überall dort, wo zunehmend Haltungen auftauchen, die möglicherweise generalisierend sind, verallgemeinernd, stigmatisierend oder, und das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ganz einfach falsche Informationen sind. Da wäre zum Beispiel ruhig bleiben, nicht sofort reagieren. Ich muss nicht gleich widersprechen, nicht sofort widersprechen. Eine ganz wichtige kommunikative Strategie ist, nicht auf alles reagieren. Das Gespräch insofern umdrehen, als dass ich nicht allen Dingen begegnen muss, sondern mir etwas aussuche. Worüber will ich denn jetzt reden? Was ist das Thema? Was ist das Thema des anderen? Und auch darauf achten, was ist denn ein gemeinsames Thema? Also Kommunikation ist ja Geben und Nehmen. Und einmal sämtliche Haltungen, die meine negative Einstellung zu meinem Gegenüber hier an den Tag legen, dass man versucht, hier freundlich zu bleiben, dieses Spiegelprinzip auch auszunutzen, zu sagen, ah, das ist aber interessant. Ich sehe es anders. Wie siehst du das? Also Austausch im Geben und Nehmen, aber auch durchaus dann, wenn das Interesse da ist. Und das kann man durchaus evozieren, dann durchaus ganz deutlich die Meinung sagen. Ich halte das für wirklich attraktiv. So viele Menschen reden diffus, sollte moralisieren, belehren, abwerten, indem, na, woher weißt du denn das überhaupt und bist du überhaupt richtig informiert? Das wirklich beiseite zu lassen, für sich selbst zu stehen und zu sagen, mit all meinem verfügbaren Instrumentarium, das ich habe, glaube ich, ist diese Haltung wichtig. Wie siehst du das? Und da wird es kaum jemanden geben, der das sofort in Grund und Boden hineinstampft, sondern je seriöser, je aufrechter, je klarer ich bin, umso eher wird die Meinung gehört. Gerade das Thema Antisemitismus bedarf auch des Mutes, hier Grenzen aufzuzeigen, Klarstellungen an den Tag zu legen, aber auch Definitionen einzufordern. Also es gibt nichts, wovor wir uns jetzt im Verbalen hier fürchten müssen. Es ist eh schon schlimm genug. Also wir brauchen nichts verhindern, schneller mal das Thema beiseite schieben. Es muss an die Öffentlichkeit, es muss ans Tageslicht kommen. Dann kann ich damit arbeiten.
Wenn sich jemand Sorgen bereitet, dass es möglicherweise in einer Vorlesung zu Übergriffen kommt, zu Diffamierung, zu Beleidigungen, dann muss ich sagen, auch zu Recht. Denn das Klima insgesamt ist aufgeheizt. Es werden Grenzen überschritten. Es werden auch Tabus gebrochen. Natürlich kollektiv in einer Gruppe fühlt man sich auch stark. Und ich denke, wenn Lehrende diese Sorge haben, dann sollen sie auch dem nachgehen, sich Hilfe holen. Es gibt universitäre Einrichtungen, wo sie auch eine gewisse Trennschärfe herstellen können. Womit habe ich es zu tun? Ist das besorgniserregend? Dafür gibt es Experten und Expertinnen. Kennen wir auch aus dem Gewaltschutzbereich. Man kann kaum unterscheiden, kann etwas eskalieren, ist da eine Person dabei, die möglicherweise das nützt, um auch handgreiflich zu werden. Aber es genügt ja schon Mobbing in einer Gruppe, hier auch einer gewissen Beschimpfung ausgesetzt zu sein oder einer Gruppe zugeordnet zu werden, die mit, in dem Fall, antisemitischen Vorurteilen behaftet wird. Ich glaube, gerade bei dem Thema muss man es auch ernst nehmen. Natürlich kann man jetzt nicht hinter allen eine Verschwörung oder auch eine massive Aggression vermuten, aber ich würde sie einbeziehen, dass sie möglich ist. Das lehrt uns nicht zuletzt auch die Geschichte, wo sich eine Gruppe ängstigt, lieber wo nicht hingeht, lieber religiöse Symbole verbirgt, gewisse Dinge nicht mehr sagt. Da ist schon eine gewisse Grenze überschritten und wir sind halt auch dazu da, um diese Grenze wieder rückabzuwickeln, zu sagen, hier ist ein sicherer Raum. Das ist, glaube ich, im Vordergrund. Dann folgen die Strategien, dann folgt auch das akademische Spiel um die Meinungsfreiheit. Aber hier auch einen Schutzraum zu bieten, der natürlich auf einem historischen Boden umso wichtiger ist.